Das passiert in diesem Video in Frankreich, Belgien und Deutschland. Unser Alarm geht mitten in der Nacht los. Wir fahren für ein Foto mit dem Eiffelturm mitten in die Pariser Innenstadt. Begeben uns in schwindelerregende Höhe, um eine verlassene Eisenbahnbrücke zu erkunden, kommen wieder zu Hause an und werden den Gewinner bekannt geben. Unbedingt. Herzlich willkommen in diesem neuen Video von uns. Wir reisen aktuell weiter durch Frankreich Richtung Paris auf der Suche nach neuen Abenteuern und wunderschöner Natur. Freunde, wir sind am neuen Stellplatz angekommen. Heute mal im Wald. Hier an so einer großen Kreuzung. Bisher nichts los gewesen. Wir gucken mal, was es hier so zu entdecken gibt. So, Freunde, wir verlassen jetzt unseren wunderschönen Camper und machen eine kleine Tour mit unseren One Wheels. Was? Noch auf der Straße fahren. So, kleine Planänderung, zumindest was die Route angeht. Der Rest bleibt gleich. Wohin denn? Ja, dann fahren wir da lang. Tschüss, Sven, bis später. Ivy, los, komm. Der Wettergott ist mal wieder auf unserer Seite. Es regnet leicht, aber wir sind hier einigermaßen geschützt unter dem Baum. Was haben wir vergessen? Wir hätten mal die Heizung anmachen können im Van. Stimmt. Dann wären die Handtücher auch noch trocken. Jetzt sind sie nämlich immer noch nass. Stimmt. Ach ja, was sollen wir sagen? Es ist wieder mal ein wunderschöner Ausflug bei bestem Wetter. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Ha. Richtig braun. Ja, also ich muss sagen, diese Reise in den Süden, ha, wir sind so braun geworden wie noch nie. Wobei man muss sagen, wir sind tatsächlich am Anfang schon ein bisschen braun geworden, als wir noch in der Schweiz waren. Ja. Während wir da einfach so viel ja. Wobei danach, ja, danach aber ist es auch zum Regen. Schon ein bisschen. Naja, wir gucken mal, ob wir hier ohne Boot wieder wegkommen. So, ihr Lieben, wir haben den riesen Guss überstanden vorerst.
und sind jetzt sogar wieder auf befestigter Straße unterwegs. Wir hoffen, es bleibt jetzt dabei, aber wir sind jetzt eh schon klitschnass, also von daher ist es jetzt auch egal. Mal gucken, ob wir den Weg zurück zum Van finden. Wir sind zurück am Van, Freunde, wir haben es geschafft. Es war nicht ganz trocken, aber immerhin unbeschadet, ohne hinzufallen oder sonst was. Ihr Lieben, also es ist wie schon gesagt, nach wie vor der Wurm drin. Und da wir jetzt alle wieder komplett nass sind und die letzten Hundehandtücher noch gar nicht getrocknet waren, haben wir uns dazu entschieden, jetzt wahrscheinlich doch nochmal eine Stunde zu fahren. In der Hoffnung, dass wir nochmal einen guten Stellplatz finden. Der hier ist nämlich schon echt eigentlich ganz schön, aber ja, es ist gerade einfach alles so nass und wir werden jetzt in der Stunde hinten die Heizung richtig aufdrehen und versuchen, alles richtig zu trocknen und dann hoffentlich trocken später ins Bett fallen. Ja, so ist es eben auch hin und wieder. Willst du auch noch ein paar Nüsse? Ja, klar. Hier, Hand auf. Ich sehe nichts, der Hunde kommt. Ja, das kenne ich. Das geht mir beim Fahren meistens auch so. Was? Ja, ich mal mit dem Kopf dann vor dem Spiegel. Oh. Und dann rüberfahren. War ja immer nach Gehör. Oh. Ach. Oder vielleicht auch warm machen. Ja, wird doch wieder danach fahren. Jemand hätte einen Song für uns gemacht. Die One-Views hätten wir fast vergessen. Läuft bei uns. Wir können nochmal eben eine Story machen. Das wäre es jetzt noch geworden. Ja, das wäre total schade. Erst 360 Grad, dein GoPro. Und zwei One-Views. Das ist schon deutlich nicht deutlich. Die wollen noch nicht. Freunde, wir sind an einem neuen Platz angekommen. Wir werden jetzt alle ein bisschen selig, glückselig. Die Wolken gerade waren doch geil, oder? Also die Luftaufnahmen, das sah doch schon sehr imposant aus, muss ich sagen. Und Tomkes Auto gefahren. Danach gab es einen kleinen Krieg, aber ansonsten war es gut. Ja. Weil ich sie habe in so eine enge Gasse reinfahren lassen. Gut, die war auch eng, aber du, man braucht ja auch ein bisschen, wie sagt man, Herausforderungen oder was auch immer. Sieht doch schon irgendwie ganz nett aus, muss ich sagen. Friedlicher Ort auf jeden Fall. Ihr Lieben, ich sehe schon aus wie eine Leiche irgendwie gefühlt. Könnte damit zusammenhängen, dass ich gerade noch auf dem Friedhof war oder am Friedhof und habe noch ein paar Fotos gemacht von unserem Van hier neben der Kirche und dem Friedhof. War irgendwie gerade so mystisch.
Und ja, da wir euch haben momentan keinen Timelapse anbieten können, gibt es jetzt wenigstens noch ein, zwei Fotos vom Van mit dem Friedhof. Also gute Nacht und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch trauen würdet, hier neben der Kirche oder dem Friedhof zu schlafen oder eher nicht. Also gute Nacht. Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir hatten eigentlich eine relativ gute Nacht. Die Straße wurde dann doch noch ein bisschen befahrener als gedacht. Und immer wenn die Autos hier am Van vorbeifahren, was auch meistens nicht langsam ist, dann wackelt der ganze Van von der Druckwelle. Und das finde ich schon ein bisschen nervig. Aber ich habe gut geschlafen. Tom hat gut geschlafen, das ist ja schon mal schön. Und ich dachte mir, ja, da die letzten Tage irgendwie so ein bisschen komisch waren und so ein bisschen Laridari, brauchen wir mal wieder ein Ziel bzw. eine Aufgabe oder Challenge. Und wir befinden uns inzwischen gar nicht so weit weg von Paris. Und deswegen, Tomke weiß schon, was kommt, habe ich mir überlegt, es wäre doch schön, ein Foto vom Van zu haben mit dem, ich wollte schon Pariser Leuchtturm sagen, mit dem Eiffelturm im Hintergrund. Nicht wundern, gemäht wird hier auch, aber das habt ihr ja schon gerade gesehen. Ja, dass der Verkehr in Paris natürlich schon nicht ganz ohne ist und ich auch gar nicht genau weiß, welche Straße man so überhaupt fahren kann, um an den Turm ranzukommen und ob es da sonst noch irgendwelche Verbotszonen gibt oder was auch immer, Höhenbeschränkungen. Ja, das werden wir sehen, aber wir müssen sowieso mehr oder weniger durch Paris. Deswegen würde ich sagen, ist die Challenge für den Tag ein geiles Foto. Nicht. Was hat er denn jetzt gemacht? Eigentlich den Pfosten umgefahren oder weggemäht. Ist mir auch schon mal passiert. Aber nicht mit dem Mähding, sondern mit so einem hier, so einem, wie heißen die Dinger auch noch, wo man das Gras mit verteilt. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist die Challenge ein geiles Bild vom Van mit dem Eiffelturm. Ob wir das schaffen werden, keine Ahnung. Ob es eine gute Idee ist, wahrscheinlich nicht. Ob die Chance hoch ist, dass irgendwelche Leute versuchen, uns abzuziehen an der Raststätte, ganz bestimmt, aber wir halten einfach nicht an. Also von daher, das läuft. Ja, nicht anhalten, aber dann in Paris 10-mal um Eiffelturm fahren und eine fette Kamera in der Hand haben. Das ist auf jeden Fall. Ah, das bist du ja. Das machst ja du. Noch schlimmer. Nein, Tom muss ja das Foto machen oder das Auto fahren. Weil in dem Kreisverkehr mit 10 spur ich sicher nicht in Paris, ja klar, dann ist unser Auto Schrott. Wir schauen mal, wie es wird, Freunde. Wir schauen mal, wie es wird. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein kleines neues Abenteuer freuen, also ein bisschen Blödsinn. Und guck mal bei Instagram vorbei, scroll mal ein bisschen nach unten zu unseren alten Beiträgen. Wir haben nämlich schon ein Bild vom Van vor dem Kolosseum in Rom. Genau, und um die Sammlung so ein bisschen aufzustocken, fehlt natürlich jetzt der Eiffelturm. Ich sag mal so viel, Freunde. Kommt unserem Van bloß nicht zu nahe. Sonst lassen wir die Rottweiler los. Ja, das sind ganz gefährliche Menschen, Freunde. Ganz gefährliche Menschen. Die haben hier gerade ein Rad bewegt. Seht ihr das Rad da auf der Wiese? Das haben die gerade bewegt. Das könnte ja ein absoluter Feind sein.
Ja, Freunde, wie sich so eben herausstellt, fahren wir in die Stadt der Liebe. Ohne Liebe. Oh, Alter, du musst doch immer alles direkt. Tomke hat von einem anderen Mann geträumt. Das muss man sich mal vorstellen. Und die waren zusammen. Glücklich. Ja. Also, wenn ich mir das so recht überlege, wir fahren doch nicht mehr nach Paris. Wir fahren vielleicht eher, das ist symbolisch eher für, keine Ahnung, in die Katakomben fahren wir. Zu den ganzen... Oh ja, da würde ich gerne mal hin. Oh ja, da würde ich gerne mal hin. Wie asozial. Ja, du reißt die mal zusammen hier, wir machen ein Video. Ja, reißt du die mal zusammen. Ich bin sowas von zusammen. Du musst nicht immer alles filmen. Ja, du musst nicht mal alles träumen hier von fremden Männern. So, noch schnell ein kleines Ründchen mit den Hündchen. So, Freunde, wir planen hier unsere Pläne. Wir planen unsere Pläne, ja. Wow. Also wir werden diesmal, Alice, könntest du mir hier wegen der Spannung kurz aufhören zu quietschen? Wir planen unser Eiffelturmbild. Also, ideal wäre wahrscheinlich, aber ich glaube nicht, dass das umsetzbar ist, hier von dieser Brücke aus, hier ist der Eiffelturm. Und wenn man hier mal ganz kurz rechts ranfährt, man sieht da ja auch, dass da sind ja auch irgendwelche Fahrzeuge. Vielleicht kann man da mal ganz kurz parken. Gucken wir, dass der Anzeigenhauptmeister nicht gerade vorbeikommt, wenn wir Glück haben. Und dann ein Foto, ich zeige es euch hier mal kurz, da sieht man es nämlich besser. Hier diese geile 3D-Animation ist natürlich schon nett. So, das wäre dann hier so grob der Ausblick. Das muss man ja schon sagen, ist schon ziemlich nett. Diese 3D-Animation, wow. Naja, wie auch immer. Also entweder, denke ich mal, wäre hier eine Möglichkeit. Oder alternativ, hier vom Ufer aus, dass man hier irgendwo parkt, kurz. So, und dann hier mit dem Fluss und dem Eiffelturm. Das ist der aktuelle Plan. Alice, du hältst mal ganz kurz die Backen. Darf ich kurz sagen, was ich von diesem Plan halte? Ja, halt, ja. Gewagt. Gewagt ist, glaube ich, das richtige Wort in dem Fall. Denn mit einem Fahrzeug in unserer Größe in die Innenstadt von Paris zu fahren, ist erstmal schon ein Wagnis. Hm? Dann noch den Van irgendwo hinzustellen, kurz rauszuspringen, ein Foto zu machen mit einer arschteuren Kamera, wo ja sehr viele Kriminelle und Taschendiebe in Paris unterwegs sind, ist auch ein Wagnis. Mhm. Es gibt sehr viele Risikofaktoren in diesem Plan. Und dann ist es natürlich wahrscheinlich auch noch höchst illegal, da zu halten. Höchst illegal. Wir müssen wahrscheinlich City-Maut zahlen, weil Paris ist teuer. Ich glaube, da musst du irgendeine Maut zahlen, glaube ich. Mhm. Weiß ich aber auch nicht. Ich will jetzt auch nichts falsch sagen. Wir werden es ja sehen. Also es ist komplett eigentlich baba. Und ein bisschen Stau werden wir mit Sicherheit auch. Also wahrscheinlich, abkriegen. Unser Platz ist von hier jetzt 2 Stunden 54. Unser nächster Stellplatz, kurz vor der belgischen Grenze. Ich sag mal so, wahrscheinlich kommen wir da erst in 5 Stunden an. Und da ist der Tag halt schon wieder rum, ne? So ist das halt. Und warum das Ganze? Nur damit der Herr ein Bild von seinem Van vor dem Eiffelturm hat. Genau. Und für wen das Ganze? Euch. Nö, für mich, hast du ja gerade schon gesagt. Naja. Denn wir haben ja hier schon ein schönes Foto vorm Kolosseum. Auch das war ähnlich höchst amüsant. Das war so crazy. Ey, das wirklich. War nämlich extrem viel los, wie immer. In aber sieht man nicht auf dem sieht Foto. Man, es ist kein einziges Auto mit drauf. Und wir haben es nicht rausretuschiert. Nee, es war in dem Moment wirklich kein anderes Auto mit drauf. Spannend. Es war spannend. Aber es hat geklappt. Und wir haben kurz auf dem Bürgersteig geparkt zwar, aber waren wirklich. Ja, haben niemand behindert. Das sieht der Anzeigenhauptmeister wahrscheinlich anders, aber der darf nicht unsere Videos sehen. Nämlich besser nicht. Ja, dann würde ich sagen, packen wir es, sonst kommen wir nämlich in die Mittagsrush-Hour von Paris und dann ist es wirklich vorbei. Dann ist komplett vorbei. Thank you.
Also, folgender Plan. Hey, guck mal, ich habe nicht mal ordentliche Schuhe an. Ja? Kriegst du das hin? Weiß ich nicht. Kann ich dir vertrauen? Dir ist aber schon klar, dass in dem Moment, wo du da langfährst, auch auf dieser Seite ein Auto langfahren könnte. Und dass dann der Van nicht drauf ist, weil da gerade ein Auto langfährt. Also das, ja, dann gehst du einfach auf die andere Seite. Dann kann uns das schon mal nicht passieren. Ja? Ich weiß also gar nicht, ob ich auf die andere Seite komme. Ja, so viel Verkehr ist hier nicht. Ja, guck mal, wie ich aussehe. Lauf aber noch ein gutes Stück nach da, ja? Ja, wie weit denn? Ja, so bis zur Hälfte der Brücke auf jeden Fall. Und dann auf die Seite? Ja, auf die Seite. Okay, bis gleich. Okay, Freunde. Wir versuchen es jetzt. Wir müssen hier nur irgendwie einen U-Turn hinkriegen. Mal schauen, ob das klappt. Okay, Freunde, es geht los. Okay, Freunde, ich glaube, wir haben es. Also ihr Lieben, jetzt wird es doch mal spannend, denn wir fahren durch den ganz bekannten Kreisverkehr am Lac de Triomphe. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, ist auch egal. Auf jeden Fall ist dieser Kreisverkehr sehr groß und ich hoffe, dass wir da jetzt nicht irgendwie mit einer Delle rauskommen. Hier fährt jeder, wie er will. Aber schon cool, dieser Lac de Triomphe. Man sieht es schon nicht so richtig. Sprinter. Und die wollen ja alle. Wir müssen links. Ja, man sieht nur dich, Jakob. Ja, ich hoffe, es wird gerade leider ignoriert. Wir müssen uns hier konzentrieren. Schade, Mann, der ist auf deiner Seite. Ich krieg das auch noch hin. Ich filme auch noch hier erst den Bums für euch. Huch, Freunde. Und das Ding ist, hier gibt es ja auch keine, wie sagt man? Fahrspuren. Hier fährt einfach jeder, wie er will. Also keine Fahrbahn. Bezeichnung. Kommt noch der Cliff, jetzt müssen wir auch hier raus. Ja, wir sind jetzt hier und wir müssen nach da. Hey, Lieben, wir sind jetzt mitten im Kreisverkehr und müssen da rechts wieder raus. Auch noch, ups. Halleluja. Okay, wir müssen auf jeden Fall rechts. Ich glaube, wir sind schon mal gar nicht so weit weg von unserer Zielausfahrt. Ey, aber das ist schon wild. Das ist richtig wild. Wir sind irgendwelche Dreharbeiten.
sind hier alles so TV-LKWs. Steht da. Sie fokussiert nicht mehr die Kamera. Welche? Die. Ah, jetzt. Wenn ich rangehe, schreibt sie schon. Ich mache mir Sorgen, melde dich. Der wäre uns fast gerade reingefahren, diese Scheißente. Und hier ist auch noch ein Baum. Alter, guckt ihr euch an, wie die fährt. Ach, gut, dass ich filme. Ich will auch mal mithupen hier. Meine ja, hup doch einfach mal. Vorhin diese Ente da hinten, die wäre uns fast gerade reingefahren. Unglaublich. Gerne, Kollege. Es ist wirklich unfassbar. Ich bin schockiert. Da merkt man mal wieder, also so City Life ist ja überhaupt nicht meins, ne? Oh, laut und grässlich. So viele Menschen. Nee, ich bin lieber in einer Natur. Geschafft. Hoffentlich. Ja, sieht gut aus. Boah. Das war jetzt eine Geburt. Aber gut gemacht, Schatz. Gut gemacht. Freunde, heute gibt es wieder mein Lieblingsessen. Die wunderbar leckeren Frikadellen. Wir haben es jetzt ja, glaube ich, schon ein paar Mal auf dieser Reise gesagt. Zumindest einmal. Von Green Force. Gemacht aus einer Tüte Pulver und schmeckt einfach unglaublich fantastisch gut. Ja, vegan und köstlich. Und super schnell zubereitet. Ja, das lassen wir uns jetzt schmecken und danach gibt es nochmal ein Fazit zu unserer kleinen Paris-Action. Also, guten Appetit und gönnt euch auch mit unserem Code. Es fehlt immer noch das kleine Fazit zu unserem kleinen Ausflug nach Paris. Es war spannend, besonders. Ja, das trifft ganz gut. Ich meine, ihr habt ja das Bild gesehen. Ihr könnt ja mal sagen, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Ob ihr es dafür auch in Kauf nehmen würdet. Schreibt es mal in die Kommentare. Es kann sein, dass die eine oder andere Nachricht uns noch erreichen wird. Denn wir haben natürlich komplett
die Maut vergessen. Ja, ich habe doch noch ganz am Anfang heute Morgen gesagt, so, ja, ich glaube auch, man muss irgendwas zahlen, wenn man nach Paris reinfährt. Aber sehen wir dann, ja? Ja, und dann waren wir halt so beschäftigt mit dem Verkehr und Videos machen und Fotos machen, dass wir halt voll vercheckt haben, diese Maut sozusagen, diese Umweltmaut zu zahlen. Weil man darf da ja nicht mit normaler grüner Plakette rein, so rein, sondern du musst halt da extra was für zahlen. Also es kann sein, dass uns 70 Euro dann noch zu Hause erwarten. Ja. Ja, ein bisschen teures Bild, also eigentlich im Prinzip wie ein Blitzerfoto, nur ein bisschen bessere Qualität. Genau. Und aber von daher, so schlimm ist es dann auch nicht. Und wir waren in Paris, hallo? Ja, eben. Das hatte ich ihr schon lange versprochen. Vielleicht war es diesmal nicht ganz so romantisch. Kein Stück romantisch. Los, raus! Jetzt raus! Hier musst du raus! Und dann, wenn ich hier gleich lang fahre, dann musst du in Serie drauf. Das war total unromantisch. Statt der Liebe und so, statt der Hektik kann man eher sagen. Man muss auch sagen, aktuell wird in Paris die Olympischen Spiele vorbereitet. Mhm. Und dementsprechend war halt auch wirklich viel so Baustelle, dies, das, Ananas. Aber ich fand es trotzdem geil. Ja, war cool. Ich habe zwar den Eiffelturm gefühlt nur aus dem Handy und der Kamera gesehen, nicht mit eigenen Augen, weil ich musste ja alles filmen. Mhm. Weil fahren und selbst, in der City mache ich nicht. Und selbst das war natürlich nicht gut genug für mich. Ich bin da ja auch schwierig. Und ja, wir stehen hier so ein bisschen doof rum, damit wir unseren Van noch im im Auge haben, weil also, irgendwie ist das ein komischer Stellplatz. Also der ist eigentlich wunderschön. Ja, richtig sehr abgelegen. Schön. Total, auch schöne Aussicht und so. Aber seitdem wir hier ankommen, kommen in, ich würde sagen, halben Stundentakt. Wir drehen uns mal, dann gucken wir nicht so in die Kamera. Und dann haben wir auch Blick zum Van. Genau. Halben Stundentakt. Autos und Roller, meist männlich, tatsächlich bisher noch keine einzige Frau gesehen, die dann einmal hier über den Parkplatz fahren, wieder wegfahren oder die sich dann so auf den Parkplatz stellen für 20 Minuten, dann wieder wegfahren. Aber immer im Auto oder Fahrzeug bleiben? Ja, die kommen nicht raus, die bleiben einfach nur sitzen, gucken am Handy und so. Echt merkwürdig. Naja, und jetzt haben wir auch gerade wieder so einen Kandidaten, der steht da geparkt vor unserem hat. Van. Und man muss aber dazu sagen, wir sind jetzt nicht mehr alleine. Wir haben jetzt noch deutsche andere Camper, die da auch stehen. Aber die sind, glaube ich, gerade nicht da. Doch, oder? Doch, die sind, die sind da. In ihrem ich habe auch schon... Und dann noch ein Auto. Ich habe auch schon zu Jakob gesagt, würden die da jetzt nicht stehen, würde ich hier wegfahren wollen. Ja, wahrscheinlich. Weil ich hier irgendwie mich nicht so wohl fühle. Irgendwie. Ja, zumindest der Rollerfahrer war schon sehr komisch. Alle besonders waren komisch. Alle. Das waren alles Männer. Rückwärts in die Parkbucht, am Handy. Dann 20 Minuten später wieder weggefahren. Nicht einmal ausgestiegen, nicht einmal hochgeguckt. Ja, aber ich meine, der Rollerfahrer, der hat schon sehr gemustert. Also die Vans. Den Rollerfahrer, den habe ich so böse angeguckt, Alter. Und meine Hunde, ich habe die richtig fixieren lassen. Ja, naja. Wir müssen mal eben die Hunde abchecken. Da läuft auch gerade wieder einer in die Nähe von unserem Van. Naja, Akku ist jetzt eh gleich leer. In diesem Sinne. Aber der ist wenigstens mit Freunden. Also entweder eine gute Masche oder, naja. Wir bleiben auf jeden Fall wachsam. Ich bin auch froh, wenn wir morgen wieder wechseln. Und dann sind es nur noch 5,5 Stunden noch leer. Das heißt, schlechte Nachrichten für euch. Unsere Vlog-Reihe endet bald wieder. Ja, also ich schätze, wir haben noch eine Zwischenübernachtung. Also jetzt mit dieser sozusagen zwei. Ja. Und dann sind wir wahrscheinlich übermorgen schon wieder zu Hause. Ja, man freut sich nach so langer Zeit natürlich dann auch immer auf zu Hause. Und die Familie ist ja ganz klar. Ja. Morgen sind wir 5 Wochen unterwegs. Wenn euch die Serie und das Video bis hierhin gefallen hat, dann würden wir uns auf jeden Fall schon mal riesig freuen, wenn ihr ein Abo und einen lieben Kommentar da lasst. Sag mal so, wahrscheinlich sind diese Aufnahmen jetzt auch im letzten Vlog mit drin. Ne? Ja. Also das, was ihr jetzt guckt, ist wahrscheinlich der letzte Vlog von dieser Reise. Genau. Aber die nächsten Reisen lassen gar nicht lange auf also sich warten. Dieses Jahr, Freunde. Dieses Jahr, also ich kann euch nur sagen, das Abo lohnt sich dieses Mal richtig, denn wir haben so viele verrückte Reisen noch geplant dieses Jahr. Also überragend. Überragend. So, ihr Lieben, wir haben uns gerade noch ganz prächtig mit unseren Nachbarn unterhalten, die ja auch aus Deutschland kommen. Und jetzt gucken wir noch ganz entspannt ein Filmchen und wünschen euch eine gute Nacht und melden uns dann ganz gepflegt morgen wieder. Wobei gepflegt kann ich nicht versprechen, aber ich denke, ich werde mich mal wieder rasieren. Na gut.
wie ihr hört. Es ist gerade unser Wassermelder angegangen. Das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, wahrscheinlich leckt irgendwo ein Schlauch an unserem Boiler. Also ich habe hier so ein Zebra reingelegt und auf dem Zebra liegt immer dieser Wassermelder, damit wir frühzeitig bemerken, wenn irgendwo Wasser austritt. Und das hat jetzt Gott sei Dank geklappt. Jetzt müssen wir nur eben gucken, von wo das Wasser kommt. Okay, Freunde, ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Da ist ein Wassertropfen. Ja, da kommt es raus. Also müssen wir die Schrauben mal wieder nachziehen. So, Freunde, Schrauben wieder nachgezogen. Dabei noch fast eine kleine Überschwemmung ausgelöst, die fast schlimmer gewesen wäre als das eigentliche Problem. Weil ich irgendwie dachte, naja, ich mach mal den Schlauch lose und ja, verrückt ihn so ein bisschen. Aber Pumpe war natürlich noch an, dann kam hier erstmal so eine kleine Fontäne rausgespritzt. Aber ja, konnten wir gerade noch eben beheben. Jetzt haben wir die Schrauben einfach nachgezogen und alles ist wieder dicht. Wassermelder sitzt auch wieder an Ort und Stelle. Hab da so ein bisschen so ein Tuch drunter gelegt, dass der auch frühzeitig sozusagen das Wasser an sich saugt. Und der hat ja hier unten so Kontakte. Wenn die mit was Leitfähigem wie Wasser in Berührung kommen, dann fängt er halt an zu piepsen. Ja, das erste Mal. Das erste Mal tatsächlich, dass der richtig losgegangen ist, glaube ich auch. Ja. In diesem Sinne, jetzt aber eine gute Nacht. Und bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute mal alles etwas anders. Wir frühstücken heute mal Bananenbrot, was eigentlich ein Kuchen ist. Aber wir dachten uns, da wir heute irgendwie extrem lang geschlafen haben, bis 10:30, was für uns schon recht ungewöhnlich ist. Also wenn es hochkommt, schlafen wir mal bis 10. Naja, dachten wir uns, heute mal Kuchen zum Frühstück. Wenn der Tag eh schon so skurril anfängt, dann gibt es Kuchen zum Frühstück. Genau. Wobei man sagen muss, jetzt ist es auch schon nicht mehr 10:30, sondern 12. Bedeutet, ich hätte auch direkt Mittagessen machen können, aber da war mein Gemüt irgendwie, ja, für Mittagessen. Da sind wir grundsätzlich nicht so. Nee, genau, deswegen einfach Bananenbrot. Ja. Lecker Tee. Und dann geht's ab, weiter Richtung Deutschland. Okay. Wir sind einfach nur noch 5,5 Stunden von Leer entfernt. Das ist so crazy, aber immer noch in Frankreich. Ja. Das heißt aber übrigens auch für euch, wir sind jetzt ganz bald wieder zu Hause und falls ihr noch einen wunderschönen Feuerquell und Tourbecher haben möchtet, dann können wir diese jetzt sehr zeitnah verschicken für euch, weil das geht natürlich nur, wenn wir da sind. Wenn wir zu Hause sind, ja. Abholen dürft ihr natürlich auch. Abholen dürft ihr die natürlich auch bei uns. Freuen wir uns immer. Wenn wir euch dann auch mal persönlich sehen. Ja. Ne? Ja, in diesem Sinne. Stay tuned und wir schauen mal, was Belgien so für uns bereithält. Willkommen in Belgien, Freunde. Wir sind inzwischen in Belgien. Hier gibt's glücklicherweise keine Maut mehr. Das ist schon mal ganz schön. Das merkt man aber auch ein bisschen an den Straßen. Also die Grenze zu Belgien war so wild. Ich weiß nicht, ob wir es eingeblendet haben, ob sie Dashcam erfassen konnte. Auf jeden Fall war 120. Auf einmal war es recht kurvig und eng. Und die Straße hatte auf einmal so ein heftiges Schlagloch, dass ich dachte, okay, jetzt bricht uns gleich die Vorderachse raus. Aber ja, ansonsten nett hier. Aber waren sie schon mal in Ostfriesland? Ihr Lieben, wir sind an einem neuen Ort angekommen. Und zwar seht ihr da hinten eine Brücke. Und die ist wohl nicht mehr aktiv, glaube ich zumindest. Auf jeden Fall habe ich Bilder davon gesehen, die ganz spannend aussahen.
Und da laufen wir jetzt mal hin und gucken uns das Ganze mal an. Das war mal eine alte Eisenbahnbrücke. Let's go, Freunde, dann wollen wir doch mal exploren. Also ein Zug fährt er auf jeden Fall nicht mehr, da vorne und hinten alles komplett bewachsen ist. Aber ich könnte mir vorstellen, das sieht schon ziemlich nice aus. Ah, und man sieht auch, da ist, glaube ich, ein bisschen was vor. Aber wir gucken mal. Ja, da drauf kommst du nicht, das sind Gitterstücke. Ja, und man sieht auch, dass da drüber laufen wahrscheinlich auch ein bisschen gefährlich ist. Hier und da fehlt mal was. Naja, wir schauen mal. Guck mal, da hat jemand seinen Leichensack nicht ordentlich ins Wasser geschmissen. Das wäre hier doch so ein Ort, wo man so seine Leichensäcke versenkt. Alice, pfui. Pfui, keine Leiche bitte. Das wollen wir gar nicht wissen, was da drin ist. Lauf hin. Machen wir lieber nicht auf. So, Freunde, ich werde jetzt mal gucken, ob ich es zur Brücke hoch schaffe. Es ist nämlich schon ein bisschen hoch hier. Aber immerhin ist hier eine kleine Treppe, die, glaube ich, ja, eher zur Abwasserbeseitigung gedacht ist. Aber hier sieht es doch ganz gut aus. Also gut im Sinne von, dass man hier einigermaßen lang kann. Schon echt nice aus. Okay. Hier kommt man auf jeden Fall drauf. Sieht schon wild aus mit den Gleisen hier. Mega. Hier ist schon ein bisschen Stacheldraht. Das ist bestimmt dafür da. Wobei, so ganz stabil sieht das nicht aus. Vielleicht laufen wir dann doch lieber hier oben. Das ist, glaube ich, sicherer. Nur, da ist der Bursch im Weg. Ja, gehen wir direkt auf den Gleisen. Zum Glück ist Tomke nicht dabei. Okay, dann klettern wir hier mal einmal drüber. Da geht es auch nur so 10 Meter runter. Soweit stabil aus, aber ich laufe gleich trotzdem lieber hier oben. Hoppla. Safety first. Sieht aber schon echt geil aus, muss man sagen. So, Freunde, da es jetzt doch schon etwas gefährlich wäre, da weiter auf die Brücke zu gehen, also ein bisschen ist gut, also schon sehr gefährlich wäre, versuchen wir jetzt noch mal ein paar coole Drohnenaufnahmen für euch zu machen. Hoffen wir mal, dass es klappt, ohne irgendwelche Zwischenfälle, aber ich glaube, sollte schon passen. Na dann, rein in die Drohne, Freunde. Thank you.
So, ich hoffe, euch haben die Drohnenaufnahmen gefallen und ihr seht mich überhaupt. Ich glaube, ich mache doch noch ein letztes Foto da. Ich weiß noch nicht, ob ich mich traue, aber auch nur, wenn es nicht zu gefährlich ist. Hin und wieder muss auch mal die Vernunft siegen. Das wäre, glaube ich, doch zu gefährlich. Übrigens, deswegen wollte ich auf die Balken nicht treten. Die sehen alle schon ein bisschen fertig aus. Die da hinten sehen sogar aus, als hätte es da gebrannt. Also sogar ziemlich eindeutig. Wie das funktioniert, ist mir auch ein Rätsel. Aber naja, muss man jetzt nicht unbedingt provozieren, oder? Ja, man kann ja auch mal vernünftig und erwachsen sein. So, jetzt müssen wir nur noch sicher zurückkommen. Sicher ist hier immer so relativ. Aber wird schon werden. Auch schon überall weggerostet hier der Boden. Zumindest die Verbindung. Schönes Gefühl. Nicht. Rappa. Geschafft und überlebt. Und jetzt wieder schnell zu meinen Süßen. Ja, ihr Lieben, willkommen am neuen Stellplatz. Wir haben es vorhin gar nicht mehr geschafft, euch den zu zeigen, denn wir waren sowas von hangry, also wir waren echt hungrig und hatten so schlechte Laune, aber wir haben uns dann eine Pizza geholt und sind dann hiermit noch schnell mit der Pizza hier noch schnell mit hergefahren und jetzt machen wir noch einen Spaziergang und die Frau will schon wieder irgendwas von mir. Ja, was gehst du raus ohne uns? Wie auch immer, jetzt ist alles gut. Wir haben einen wunderschönen Platz gefunden und werden jetzt hier die letzte Nacht in Belgien verbringen und die letzte Nacht unserer Reise, denn morgen werden wir ganz bestimmt wieder in der Heimat ankommen und zu Hause. Und damit einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich befinde mich, wie ihr gerade gesehen habt, auf dem Bonneville. Es ist, ich würde sagen, leicht neblig. Wir hatten dennoch eine sehr gute Nacht und ich bin schon irgendwie sehr früh heute Morgen wach geworden, weil ich eine verrückte Idee hatte, die mich dann die ganze Zeit wach gehalten hat und ich die ganze Zeit diese Idee weiterspinnen musste. Wir haben nämlich tatsächlich schon vor mehreren Monaten darüber nachgedacht und auch schon so halb mal angefangen, zumindest Tomke. Boah, ich muss mal kurz cutten. Was ist das denn bitte hier für ein geiler Platz? Ey, das wäre ja mal ein Mega-Stellplatz gewesen, auch wenn die Auffahrt wieder ziemlich wild wäre. Hier mit den losen Steinen. Hätte schief gehen können. Aber richtig mystisch gerade, oder? Ziemlich cool. Sogar mit Feuerstelle, Freunde. Das wäre schon ein richtig geiler Platz hier, mein lieber Scholli. Was ich eigentlich versucht habe, euch zu erzählen, ist, dass
wir seit längerem schon überlegt haben, mal ein Buch zu schreiben. Gerade weil Tomke einfach auch sehr gut schreiben kann. Und ich bin heute Morgen irgendwie aufgewacht und hatte die Idee, natürlich ist es cool, ein Buch zu schreiben über unser Leben, weil gerade ist, ja, es ist natürlich schon spannend, was wir alles erlebt haben. Und allein das könnte schon ganz unterhaltsam werden. Aber wenn man jetzt das Ganze auch noch als, ja, witzige Kurzgeschichten beziehungsweise so als kleine Komödie betitelt und einfach sich die komischsten, lustigsten und vielleicht auch spannendsten Geschichten so raussucht und die halt auch noch ein bisschen witzig schreibt, denke ich mal, dass das wirklich richtig, richtig cool und ansprechend werden könnte. Und ja, deswegen hat mich das nicht mehr losgelassen und ich habe schon mal angefangen, so die witzigsten Stories aufzuschreiben beziehungsweise Geschichten zu sammeln. Und wer weiß, vielleicht fangen wir damit bald an. Ihr könnt ja mal schreiben, ob es euch interessieren würde. Ob ihr überhaupt noch Bücher lest oder ob wir lieber ein Hörbuch machen müssen. Weil ich persönlich stehe auch eher auf Hörbücher. Aber das kann man dann immer noch entscheiden. Man braucht ja erstmal ein Buch. Aber ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr euch ein lustiges Buch über unsere ganzen verrückten Abenteuer kaufen würdet und ob euch das interessieren würde. Das würde mich sehr interessieren. Und dann geht's schon nach Hause und dann ist schon unser Abenteuer sehr, sehr bald zu Ende. Ja. Aber das nächste Abenteuer kommt schon ganz bald. Also da könnt ihr euch definitiv schon mal drauf freuen. Jetzt den schönen Stellplatz hier und dann heißt es für uns ab Richtung Heimat, ab Richtung Deutschland und ja, wir freuen uns, glaube ich, schon beide sehr auf zu Hause und unsere Familien und genau, also. Was ist das für ein Wetter? Man sieht ja gar nichts. Nee. Auf der Autobahn ist nicht besser. Ja, das wird. In diesem Sinne, bis später, quasi fast zu Hause. Geil, und da ist sogar ein Platz. An der Straße. Ja. Perfekt. Unser Autochen steht auch noch da. Da ist es. Es hat uns letztens eine Followerin geschickt, die ist hier an unserem Haus vorbei, hat uns ein Foto von unserem Auto geschickt und meinte, ja, unser Auto steht auch noch gut da. Ja, naja. Da können wir uns jetzt hinstellen. Und dann gehen wir gleich mit den Hundis in den Garten. Oh, die werden sich freuen. Oh. Die freuen sich schon, dass da ein anderer Auto ist. Nicht. Und alles gemäht. Ja, was ist denn? Wir sind zu Hause. Ja. So, Freunde, wir sind gerade dabei, den Van auszuladen, wie ihr seht. Das ist nicht das Einzige. Wir räumen auf jeden Fall gerade den Van aus. Man wundert sich dann doch, was da doch immer alles so reinpasst. Und dann gibt es gleich noch eine besondere Nachricht für euch. So, ihr Lieben, zugegebenermaßen sind inzwischen ein paar Tage vergangen, dass wir wieder zurück sind. Aber es macht nichts, denn wir wollten ja jetzt noch eben den Gewinner bekannt geben. Unbedingt. Vom letzten Vlog, da haben wir euch nämlich gefragt, was ihr geschätzt habt, wie viele Kilometer wir auf dieser Tour gefahren sind. Und, wie viele sind es denn ungefähr? Es sind 4.944 Kilometer gewesen. Genau, und der liebe Manuel Hartmann 4061 hat mit 4.700 Kilometern, ja, ziemlich nah geschätzt. Genau, am besten geschätzt. Am besten geschätzt, genau. Ja. Und dementsprechend hat er gewonnen. Oder hast du gewonnen? Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Wir machen dir ein kleines Paketchen fertig. Schreib uns am besten einfach hier einmal unter das Video. Und dann melden wir uns bei dir und klären alles Weitere. Genau. Und jetzt heißt es tatsächlich Abschied nehmen. Aber keine Sorge, Freunde.
Wir waren fleißig und haben vorproduziert. Das heißt, es geht relativ schnell weiter mit den Vlogs und mit dem nächsten Abenteuer. Also vergesst nicht zu abonnieren und wir würden uns natürlich riesig über ein Feedback freuen. Auch gerade, ja, was euch am besten gefallen hat auf der Tour. Genau. Und vielleicht machen wir auch nochmal so ein kleines Fazitvideo, wer weiß. Ja. Weil das ja, Thema Frankreich und, nicht Schweiz, sondern Frankreich und Spanien hat uns im Vorhinein doch schon, schon ziemlich beschäftigt. Definitiv. Und ja, vielleicht quatschen wir darüber noch mal ein bisschen. Genau. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dürft ihr uns sehr gerne auf Instagram folgen. Feuerquelle und Tour heißen wir dort. Ja. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. Genau. Bis dahin, habt eine ganz, ganz gute Zeit und bis bald. Ciao.